wir sind gerade auf dem Auto irgendwie. Ja, 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 Hammer. Tino, Schachtagen. Wir befinden uns hier auf der A10, kurz vor der Anschlussstelle Oberkrämer. Wir wohnen hier zusammen mit den Kräften von Kremmen und von Staffelde-Grossiden, Löschzug 1 sowie Löschzug 3, auf die Autobahn alarmiert. Vor Ort ist ein LKW gespannt, samt Anhänger umgekippt. Es gab eine verletzte Person. Die Aufgaben der Feuerwehr bestanden darin, Verkehr zu sichern, den Brandschutz sicherzustellen, die verletzte Person zu betreuen. Besonderes Augenmerk war hier, der Dieseltank des LKWs war aufgerissen und es drohten 500 Liter Diesel in etwa ins Erdreich zu laufen. Aufgrund dessen haben wir die Feuerwehr Henningsdorf nachalarmiert mit einem speziellen Gerätewagen Gefargo. Dieser pumpte für uns den Diesel ab, weil es mit unseren eigenen Mitteln nicht zu bewerkstelligen war. Für die Dauer des Unfalls blieb die Autobahn teilweise komplett gesperrt. Das ist was Herausforderndes, weil wir hatten 500 Liter Diesel. Es ist eine immense Menge und den können wir nicht sofort gleich auffangen mit unseren einfachsten Mitteln. Da brauchen wir dann teilweise Spezialkräfte. Ja, Diesel ist nicht gerade gesundheitsfördernd, ist kein Wasser, ist nicht umweltverträglich, also ist eine immense Gefahr für die Umwelt. Diesel wurde abgepumpt. Die Spezialfirma Jenicke ist vor Ort. Diese wird sich jetzt um alles Weitere kümmern, wird einen Erdaustausch vornehmen, weil geringe Mengen doch ins Erdreich gelaufen sind. Ja, die Feuerkram wird bald abrücken und die Firma Jenicke wird sich dann um die Bergung des LKWs kümmern. Rettungsgasse war ca. 5 Kilometer gewesen und diese lief ohne große Vorkommnisse, zum Erstaunen unserer. Den zweiten Einsatz des heutigen Tages, A10, Autobahn Dreieck Havelland. Hier hat sich ein Rückstau durch den ersten Unfall ergeben. Es kam hier zu einem Auffahrunfall von mindestens 3 LKWs. Das Schadenbild ist groß.
Der eine LKW hat den anderen so ein bisschen aufgeschlitzt. Allgemein Gefahren der Verkehrsabsicherung, die Gefahren der umliegenden Trümmerteile. Es wurde die Leitplanke beschädigt. Die LKW-Tanks wurden wieder einmal getroffen. Es trat wieder Diesel aus. Dieser verteilte sich über die komplette Autobahn. Der musste aufgebunden werden. Der Brandschutz musste sichergestellt werden. Zum Glück gab es bei diesem Einsatz keine Verletzten. Ja, es ist ein kräftezehrender Einsatz. Wir waren seit 3 Minuten, ungelogen, fertig mit dem Nachbereiten und wollten uns in gemütlicher Runde unterhalten. Da wurden wir wieder erneut auf die Autobahn gerufen. Also wir sind jetzt seit 14 Uhr hier auf der Autobahn und ja, das nagt schon an einen so ein bisschen. Zu den Autos. Ja, das ist auch nicht so. Ja, das ist auch nicht so. Das war super, das ist auch nicht so.